Die Enthüllungen der Paradise und Panama Papers hatten weltweit für Aufsehen gesorgt. Steuern vermeiden in Steueroasen und das in großem Stil mit Firmengeflechten und Briefkastenfirmen. Die Europäische Union will jetzt härter gegen solche Steuerparadiese vorgehen und beschließt eine schwarze Liste, auf der 17 Staaten und Gebiete angeprangert werden. Mitgliedsländer der EU finden sich nicht darauf. Aus Brüssel, Anne Gellinek. Strände, Palmen und ein Steuersatz von 0%. Inseln wie Barbados oder Trinidad sind nicht nur Ferien, sondern auch Steuerparadiese. Insgesamt 17 Länder und Regionen haben die EU-Finanzminister nun auf eine sogenannte schwarze Liste gesetzt. Dort finden sich Staaten, die Europa in Steuerfragen keine Auskunft geben und denen die Kriterien der EU zum Kampf gegen die Steuervermeidung egal sind. Über Strafen für Länder, die auf der Liste aufgeführt sind, konnten sich die europäischen Finanzminister allerdings nicht einigen. Auch Deutschland lehnt Sanktionen ab. Dass wir die Sanktionen jetzt nicht haben, schließt ja nicht aus, dass sie nicht zu einem weiteren Zeitpunkt noch kommen werden. Wir haben wirklich mit dieser Liste etwas ganz Neues gemacht. Neu schon, aber unvollständig sei die schwarze Liste, kritisiert die Nichtregierungsorganisation Oxfam, die mitten im Brüsseler Europaviertel eine Steueroase aufgeschüttet hat. Die Europäer unglaubwürdig, solange sie nicht auch Steuerpraktiken in EU-Mitgliedsländern anprangerten. Die EU muss auch in ihren Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die fairen Steuerwettbewerb betreiben und nicht dafür sorgen, dass die Steuersätze immer weiter heruntergehen und dass Unternehmen die Möglichkeit haben, ganz einfach Gewinne in andere Länder, auch in andere EU-Länder, zu verschieben. Neben Malta, Irland und den Niederlanden bereiten nun auch die USA den europäischen Finanzministern Sorge. Bei der angekündigten Senkung der Unternehmenssteuern auf 20% werde man sorgfältig prüfen, ob es sich nicht auch hier um unfairen Wettbewerb handle.